So, da es etwas länger her ist, kleine Erinnerung, wir sind jetzt kurz vor dem 10. Dungeon, das Hirasaki-Museum. Und ich glaube, da gehen wir einfach mal hin, in der Hoffnung, dass ich nicht direkt falsch laufe. Wobei, gucken wir mal kurz, haben wir alles, was wir brauchen? Sieht aus, als ob wir von allem alles haben. Ich muss natürlich erstmal wieder gucken, was was war, aber man sieht ja hier zum Beispiel HP ist auf jeden Fall HP-Regen, MP ist MP-Regen, ne? Sollte eigentlich passen. So. Bin ich gespannt. Nischiger als das hier geht's halt kaum. Und ich sehe gerade, wir hatten vorhin zwei Zuschauer, jetzt zack, ein Zuschauer direkt weg. Okay. Never mind. Uff, ey. Kann ich das irgendwo sehen? Nee. Wo war denn das Museum? Muss ich mir erstmal wieder überlegen, wo war denn das Museum? Da könnte das Museum sein, wenn ich das richtig wieder entdecke. Ja, weil wir sind dazwischen noch zur Kanalisation gegangen und deswegen. Das Spiel sieht als aus. Was? Okay, ist das das Museum? Ich glaube, das ist das Museum. Sieht das Skelett? Fängt ja gut an. Ich mag hier, den mir die trifft. Und macht Damage. Können wir jetzt den Dialog holen, den ich vorhin verpasst hatte? Ups, der war hier. Warum passiert das an einem Ort wie diesem? Hey! Sieh dir das an! Es ist unbekannt, zu welchem Zweck dieser Schrein gebaut wurde. Steht da. Dieser Schrein wurde gebaut, um etwas zu versiegeln. Der Ort ist wahrscheinlich wesentlich für seinen Feng Shui. Das Verschieben von seinem ursprünglichen Standort schwächte das Siegel um das Platzieren an einem Ort, an dem so viele Menschen vorbeikommen, half auch nicht. Auf keinen Fall war es ein Unfall. Ich muss gleich was rendern. Ja, dann viel Spaß, I guess. Sollte ja wieder ein paar Minuten dauern, bis wir wieder an den Punkt von vorhin sind. Mich ärgert halt vor allem, dass Ray dann weg ist. Weil die haut wirklich am meisten rein. Deswegen haben wir ja vorhin so eine Probleme gehabt. Ein schönes Bild aus der Sammlung des Museums ist ausgestellt. Willst du es nehmen? Kannst es nicht nehmen. Wow, wie die da gleich ankommen, mal, ne?
Die dürfen halt einfach nicht. Ich glaube, da war was. Habe ich schon wieder vergessen gehabt. Dann solange wir es noch können, heilen wir den Kram mal. Und die Vivre wieder. So, wenn ich das fix das Video mache, mache ich mir nebenbei Essen. Jo, mach das. Ich muss die ganzen Fallgruben wiederfinden, die wir vorhin gefunden haben. War schon hier? Achtung, etwas ist... Ah! Ray verwandelte sich in eine Bronzestatue. Sie ist mir direkt in die Falle gegangen. Was für eine schöne Statue sie ist. Ich, D'Artagnan, stelle eine ziemlich schöne Sammlung zusammen. Ich muss diese schöne Statue zur Schau stellen. Yay. Gut, dann holen wir uns doch direkt mal den Dämon raus. Und dann ohne Ray weiter. Leider. Schnitt fängt gut an. Filmora meint, er kann das Projekt nicht öffnen. Das Projekt neu und es geht. Wow. Ja, Programme halt, ne? Moment, bin ich wieder ganz zurückgegangen? Ein bisschen mehr gedreht, als ich dachte. Au. Dann lief Feuer. Jetzt trifft halt zu wenig.
Ja, konnten auch gar nicht treffen, weil er noch gar nicht vorne war. Da gehe ich diesmal nicht rein. Gibt eh nur wieder eine Fallgrube Zeug, was man nicht braucht. Außerdem werde ich so oder so wahrscheinlich noch runterfallen. Hier war ja, glaube ich, eine Fallgrube auch, ne? Gehen wir mal hier rein. Das knallt so rein, das erschreckt mich manchmal ein bisschen, dieser Kampfstart da. Das ist eh nur eine Statue, ne? Eine Statue ist ausgestellt. Den nehmen? Du darfst sie nicht nehmen. Ja. Finde auch gut, wie oben diese Textur von dem von der Deckenlampe, ne? Wie so. Man sieht halt richtig, wie sie geformt ist. Au. Ja, niemals trifft, ne? Na gut, sie konnten davon sterben. Aber genau ein Zug davor, ne? Das ist immer ärgerlich, sowas. Aber wir haben diesmal ja ein bisschen was an Rest-Items eingepackt. Obwohl, was heißt jetzt sie? Ich hab ja. Ist ja nicht Ray, ist irgendwas mit. Wie? So. Ja, rausholen.
Wunderschöne Statue. Wunderschöne Fallgrube. Ups. Kann er mal bitte nach vorne kommen, damit man ihn auch treffen kann? Ne? Ah ja, jetzt. Es wird keine Chance für FF14 ausdenken, aber gerade einen Vampire-orientierten Charakter. Wow. Ich dachte mir schon, dass es so was in Richtung wie bei deinen Monster Hunter Streams geht, was du dir da ausdenkst. Ich verstehe auch, warum du über Red Mage was gefragt hast. Ja, auch in D&D und in FF14. Cool. Könnte man ja mal antesten, dein Spiel. Ich mag Game Design. Aber ich habe gehört, das ist etwas, was ich gerne lernen würde. Würde ich definitiv mal antesten, wenn du das mal irgendwann fertig haben solltest. Warum nicht? WoW gab es auch im D&D. Gibt es eine D&D-Fassung von? Also warum nicht FF14? Quasi FF14 sollte als D&D-Playthrough. Also du machst jetzt nicht irgendwie, dass du sagst, Dragoon habe ich mir orientiert an diesen Klasse von D&D und das ist aber ein Dragoon und sowas. Das nicht? Schade. Oh hell no. Das ist ja Arbeit! Dafür bin ich so dumm. Und das Writing wäre übel hart, weil die FF14 Story schon gut ist. Gibt ja auch sogar FF14 Bücher, habe ich glaube ich gesehen. Oder zumindest wird es eins geben. Da habe ich doch was gesehen gehabt. FF14 Book. Dieses Jahr geht es mir auch in FF7 Book an. Chronicles of the Light ist definitiv eins. Ich weiß nicht, ob es vorher auch schon welche gab.
wahrscheinlich, das Spiel ist ja schon älter. Aber, Final Fantasy XIV Chronicles of Light, a collection of 25 short stories expanding upon the rich lore of Final Fantasy XIV and featuring exclusive illustrations of Toshiyuki Itana. Okay, das sind Stories, die vorher auf der offiziellen Website rauskamen, wie Tales from the Calamity, Tales from the Dragon Song War und Tales from the Storm. Ja, warum nicht? Wo bin ich überhaupt? Da, wo ich schon war. Okay. Belastend. Okay. Hier war ich tatsächlich noch nicht, glaube ich. Achso, hier war ja die Tür zu, ne? Ja, ja, dabei war's. Nee, aber ganz ehrlich, sowas wäre schon cool. Mal an für sich würde ich mich auch mal dran versuchen an sowas. Aber ich habe ja nicht wirklich irgendjemanden, mit dem ich Pen and Paper spielen kann. Also hätte ich keine Testgruppe, weißt du? Ohne Testgruppe ist halt auch scheiße. Kommt eigentlich auf die dumme Idee, Fallgruben im Museum einzurichten. Wollen die Besucher vorher ausstellen, nochmal. Nee, das ist ja hier wieder so eine dieser Geisterwelten, glaube ich. Hier ist halt nur Museum-themed. Und dieser D'Artagnan, der scheint die Fallgruben zu graben, nehme ich mal an, weil der macht ja auch Leute zu Statuen, ne? Wird ja hier alles so erklärt in Richtung, wenn du irgendwo hier Geister siehst, bist du in der Geisterwelt. Das nächste Mal, wenn ich ganz runterfalle, glaube ich, werde ich, werde ich dann erstmal in die Stadt gehen und meine Werte wieder auffüllen. Weil ja. Wir wollen ja zumindest dann ein bisschen weiterkommen, wenn wir schon. Komm, sag ich was? Direkt getötet. Mein Soul Calibur 6 PNP gearbeitet. Aber ich glaube, die ist auf der alten Festplatte. Nein! Gut, deine alte Festplatte. Das ist ja gerade wieder kein Upload. Also falls da gerade wieder irgendwie eine Bildfehler war, das lag an mir. Weißt du was, ich gehe in die Stadt und fülle meine Dämonen auf und so. Spiel hat das gehört und hat mich direkt aufgehalten. So, noch da. War wahrscheinlich nur kurz. Ich habe aber gerade gesehen, 0 KB. Hat länger gedauert, als ich geschrieben habe. War kürzer, als ich geschrieben habe, meine ich.
überlegen, einfach Dark Souls 3 durchzuboxen. Ich glaube, das wird mir nicht gut tun. Du hast doch gesagt, dass du durch bist damit. Oder meinst du den Upload für YouTube? Ich meine, kommt drauf an, wie viel Parts du dann noch hast, ne? Kannst ja auch einfach so durchboxen in der Form, dass du ganz viel jetzt machst, aber nicht alles. Wie ist die Orientierungslosigkeit, wenn man ständig in Kämpfe gerät? Hier ist die falsche Richtung. Raus! Mal heilen und so. Die Dämonen haben auch alle keinen Mana mehr, dementsprechend. Deswegen habe ich die letzten jetzt auch nicht aufgehoben gehabt. Ich habe gesagt, dass ich froh bin, wenn ich es durch habe. Tja. So, wo ist das Gym? Gym, 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 Gym. Ja. Da ist der Gym. Wiederbelebt, geheilt, raus. Hier noch 10 Bosse. Geht mir hier ähnlich mit dem Spiel. Ich glaube, hier sind auch nur noch 10 Bosse. Weil es sind neue Dungeons oder so. Theoretisch sollten es 10 Bosse sein. Ich nehme halt an, pro Dungeon mindestens einen Boss. Vielleicht noch ein Sideboss dazwischen und dann der Endboss oder so. Also ja, wenn ich 10, dann vielleicht maximal 15. I don't know. Ich habe den nicht rausgeholt. Ich muss den jetzt mal wieder rausholen hier. Der war ja tot. Manchmal geht das mit den Tasten zu schnell mit der Drehung. Bin mehr sad, dass ich Tales of Berseria nicht streamen kann, weil es ab Anfang eine blockierte Szene hat. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, der Vogel ist, ist der hinten oder ist der vorne? Ich glaube, der ist in der Mitte irgendwo da, ne? Aber wir haben den trotzdem getroffen, also passt. Naja, wir mussten ja nochmal eine Treppe hoch. Und als du gesagt hast, Tales of geht nicht, ne,
Ja, dachte ich erst so, du meinst Tales of Arise. Und dann hatte ich auch irgendwo was mit Berseria oder so gelesen oder hast du was gesagt, glaube ich. Und dann dachte ich so, ah, oh, das nur. Der Hauptgrund, warum ich Berseria wahrscheinlich erstmal nicht spielen würde, wäre, weil ich es schon so oft auf Twitch gesehen habe. Wenn ich dahin gehe, ist bestimmt eine Fallgrube. Da ist hundertprozentig eine Fallgrube, weil da war ich schon mal. Hier ist eine Treppe. Privat will ich es nicht wirklich spielen. Werde wohl Tales of Arise installieren, weil bevor ich das Spiel mir das gerne voranschaue, damit ich die Story besser mitbekomme. Das ist mir bei Starlight Nexus aufgefallen, dass ich bei Blindstream nicht so wirklich stark auf die Story aufpasse. Ich... Selbst schuld? Das sieht aus, als ob da irgendwo Falltüren sind. Gehen wir mal hier. Okay, das war eine Sackgasse. Das sieht gut aus. Nee, sind halt auch alle lost, ne? Deswegen also, machst du dir den Kopf um irgendwelche komischen Internetleute. Kommentar ausdenken, um kurz zu fahren. Was? Ich bin sicher, Sie haben auf dem Weg hierher einige meiner Exponate gesehen. Alles in diesem Museum ist ein Teil meiner großartigen Sammlung. Aber ich begnüge mich nicht mit materiellen Besitztümern. Ich bin besessen von menschlichen Seelen. Die Objekte in diesem Museum haben die Seelen so vieler Menschen gefesselt. Bindung und je mehr Bindung eine Seele an die Welt hat, desto mehr Energie empfange ich. Diese Frau mit dir hat meine Sammlung so wunderbar ergänzt. Nun, denke, werde dich besiegen und deine Energie für mich nehmen. Gefallener Dantayon. Oder nee, Dantayon. Wie auch immer. Nudeln kochen! Yay! Das ist echt langsam essen. Ja? So bedenkt, wann du gesagt hast, dass du machen willst und wann du jetzt bist, ne? Kann schon sein. Er hat getroffen? Sag ja, komm ich voran. Ja, ich auch nicht. Wie lange sitze ich schon dran? Bin jetzt beim zweiten Versuch vom Boss nach. Ja. Fast 3 Stunden.
glaube, das Schulen wird mir auch helfen heute. Das war viel Damage. Logo macht die ganze Zeit Hammer, aber Insta-Kill geht nicht bei Boss. Machen wir mal Defense. Yes, da ist er down. Sag doch, das Shooting bringt mir was. Vorangekommen. Ah! Lass es jetzt nicht fallen, du wirst es brechen. So ein schönes Stück beschädigen. Ich werde abschauen, wie sie den Wert von Kunst nicht zu schätzen, weil es keine Gnade zeigen. Er ist abgehauen. Moment mal. Wir müssen jetzt Ray finden. Wie ist unser Status überhaupt? Geht eigentlich. Irgendwo muss hier Ray rumstehen. Ja, hier steht nicht, wo sie steht. Man muss ja nur irgendwie wieder. Man muss sie irgendwie mitnehmen. Gucken wir mal in den einen Raum im ersten Stock. Praktisch, da sind wir auch gerade. Hier steht nur das Ding. Muss ich erstmal die Olle wiederfinden, ey. Kann ja was werden. Weiß nicht, wonach dieses Auto heilen geht, aber da muss ich nicht so lange suchen.
Ja, irgendwas fehlt mir scheinbar oder so. Weil theoretisch habe ich gerade was vom Bauer. Bin ich selber gerade schuld. Theoretisch habe ich was vom Boss gerade bekommen gehabt. Aber dort, wo ich denke, wo sie ist, ist die Rey nicht. Irgendwo steht die halt als Statue jetzt rum und wir müssen sie abholen, damit wir hier raus können. Wir können auch ohne sie raus, aber wir wollen ja nicht ohne sie raus. Weil, die ist ja nicht gerade schwach, ne? War ich hier drin? Ja, ne? Genau, da bin ich in der Mitte runtergefallen. Ist ja gerade nur so vor, oder ist seit dem Bosskampf kein Gegner mehr gekommen? Ich glaube, es ist kein Gegner mehr gekommen, ne? Umso besser. Da brauche ich zwar gerade meine Macker, aber was soll's. In der Mitte waren wir noch nicht. Da ist sie! Einzige Stelle, wo ich nicht geguckt habe, natürlich. Okay, wieder normal machen, aber sowas von. Benutze Petranon. Du hast mich da wirklich gerettet. Danke, ich mein's ernst. Wenn es der alte Kyoji wäre, hätte er mich wahrscheinlich einfach hier gelassen. Ich habe dir zuerst nicht vertraut, aber es spielt an diesem Punkt keine Rolle, ob du der echte Kyoji bist oder nicht. Du hast mich gerettet, also stehe ich jetzt in deiner Schuld. Ehrlich gesagt, du bist vertrauenswürdiger als der alte Kyoji. Ich freue mich auf eine erneuerte partnerschaftliche Zusammenarbeit. Danke, Kyoji. Wie sagen, müssen wir das mal safen? Und heilen natürlich. Heilen sollte ich mich auch. Ja, wir sind hier in der falschen Abteilung. Einmal hier rüber und da. Heilen.
Das endlich essen. Guten Hunger im Logo. So, und ich gehe jetzt erstmal hier speichern. Bei Dinge abholen. Dachte ich zumindest. Ich finde den Text dafür nicht. Yeah.